Zurzeit steht dieser Triebkopf als Verschubgerät in der DB Regio Werkstatt Osnabrück. Er ist der letzte fahrfähige in ganz Deutschland. In dieser Werkstatt werden auch die Triebwagen der Baureihe 643, also der Talent, gewartet und instand gesetzt. Diese Triebwagen fahren auch auf der Strecke Enschede-Gronau-Münster. Und was macht ihr jetzt? Ja, wir sind jetzt in Osnabrück in der Werkstatt von DB Regio NRW und wir haben uns in 624 jetzt eben gerade ein bisschen Luft vorgepumpt und wir müssen ein bisschen Kühlwasser auffüllen, weil auf der langen Standzeit, die das Fahrzeug hatte, müssen wir jetzt also vom Firmenanschluss ein bisschen Kühlwasser erstmal auffüllen, ein bisschen vorwärmen und dann hoffen wir, dass wir ja, in einigen Minuten den Motor mal erfolgreich starten können, dass er dann auch anbleibt. Dieses Jahr wird der Standort Osnabrück aufgegeben und die Werkstatt zieht um nach Münster. Dadurch verliert der 624 seine Aufgaben. Mithilfe eines Lokführers und den Mitarbeitern der Werkstatt Osnabrück war es möglich, dieses Fahrzeug für Fotozwecke nochmals zu bewegen. Und weiter Mein Name ist Erich Graf, ich bin noch 59. Und Sie sind der älteste Mitarbeiter hier? Im Moment ja. Seit wann? Seit 1971. Und Sie haben auch viel rumgebastelt oder rumgearbeitet an diesen 24? Ja. Erzähl mal, was waren Ihre Aktivitäten an diesem Lok? Hauptsächlich Getriebe, Motoren. Was war das größte Problem mit diesem 624? Das größte Problem, das ist am Getriebe gewesen, Füllventil. Ein Problem, das oft vorkam? Öfters. Für mich war das ein sehr gutes Fahrzeug. Es hat zwar auch seine Macken gehabt, aber es war zuverlässig. Wenn harter Winter kommt, am besten Wasser runterlassen, dass da nichts kaputt friert. Und dann hat das Fahrzeug keine Probleme. Also mich würde es freuen, wenn so ein Fahrzeug noch weiter laufen würde. Die sind 40 Jahre ohne große Probleme gelaufen. Dann könnte ich meinen Enkelkindern mal zeigen, woran ich gearbeitet habe. Zurzeit steht dieser Triebkopf als Erinnerungsstück für unsere Region vor der Verschrottung bewahren, um auch den Mitarbeitern des Werkes Osnabrück und allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, ein Relikt der Eisenbahngeschichte besichtigen zu können.